Tachchen, hallo, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7 Biohazard. Nach einer kleinen und sehr wichtigen Pause bin ich jetzt endlich wieder zurück und nehme ich diesen Dreck hier an, um das Ganze kurz Revue passieren zu lassen. Ich habe mir nämlich, weil sonst guckt die Videos ja keiner, mir selber das Video angeguckt, das letzte jedenfalls, und habe gesehen, dass wir für die Tür, bei der Evelyn verschwunden ist, wir sind ja jetzt hier in so einem. Ja, sagen wir mal, in so einem Loop gefangen, ne? Und hier hinten müsste eine Tür sein. Und dafür brauche ich eine Fuse, also eine Sicherung. Und ich denke mal, die muss ich besorgen, weil die ist. Also damit muss die Tür aufgehen. Was anderes geht gar nicht. Oder also ich muss hier hin und da war ich noch nicht. So, jetzt haben wir aber folgendes Problem, um das nochmal kurz durchzuanalysieren. Gehe ich hier raus, werde ich bela. Nö, ist ja alles safe. Sick. Oh, noch nicht alles safe. Oh, nee. Oh, nein. Oh, bitte nicht. Au. Lassen Sie das. Ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr Klöten auf den Tisch zu legen, aber irgendwie fällt mir das ein bisschen schwerer als gedacht. Hier ist auch nichts drin. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, ich habe noch was zu healen. Und 40 Maschinengewehrmunition und eine Pistole mit zwei Schuss. Das ist wunderbar. Ich denke mal, dadurch, dass er hier immer rausspringt und mir den Weg verbaut, laufe ich jetzt hier zurück. Scheißegal, ob der mich hittet oder nicht, dann drücke ich halt Leertaste. Laufe hier rein, hier ist ein Safe Room. Und laufe dann hier rein. Weil ich war bis jetzt nur hier vorne in diesem Abteil und hier noch nicht. Und von hier aus kann ich dann bestimmt hier mal in die Räume rein. Da ist doch bestimmt auch safe. Let's go! Na, das war einfacher als gedacht. Das ist ein bisschen. Hier, und hier fehlt eine Fuse. Ah! Genau so ist es. Hier geht's erstmal rein. Und chillen. Vielen Dank. Habe ich denn hier noch irgendwas vergessen? Gibt's hier irgendwas, was ich noch mitnehmen kann? Irgendwas, was ich wieder nicht finde? Oh, ja, tatsächlich. Aber. Nee, ach, na, obwohl, komm. Das hilft nicht unfassbar weiter. Nee! Oh! Das war nicht gewollt. Aber besser gehealt als nicht gehealt, hä? Also hier unten ist obviously nix. Das heißt, ich habe auch nur noch einen Schuss. Mehr brauche ich natürlich auch nicht. So, was ist denn jetzt hier los? Nischt. Und nischt. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal. Kann ich doch darüber mal rennen, oder? Nee, was muss ich hier machen? Ah, gar nichts. Hallo? Da hinten! Da hinten ist doch eine Fuse, oder? Dann nehme ich die jetzt einfach. Jawohl. Oh! Oh, nee. Oh, bleib weg! Eieiei. Eieiei. Geh mal. Geh mal. Geh mal, bitte. Na, dann mache ich nochmal einen Abstecher. Da mache ich nochmal einen Abstecher. Türe zu! Hui! So. Ich habe eine Mehrzwecksicherung. Die muss da garantiert rein. Die Frage ist, geht dann die Tür wieder auf oder nicht? Jetzt habe ich hier erstmal noch was erkannt. Momentchen, wie kann ich denn ranzoomen? Gar nicht. Nee. Oh, hier gibt es noch eine ganze Menge anscheinend. Hier brauche ich irgendwas. Ein Dietrich wahrscheinlich. So sieht es jedenfalls aus. Und hier war ich noch gar nicht. Da muss ich auch mal hin. Was ist, wenn es da war? Vielleicht gibt es da. Vielleicht gibt es da das Maschinengewehr. Und dann ist hier aber ratatata. Ah. Nee, mach's Brett dran. Mach doch mal die Tür zu. Oh. Ja, oder so. Dann machen wir so die Tür zu und dann bleibst du drin. Nee. Oh, ich laufe jetzt einfach. Ich laufe einfach. Der kommt mir doch eh nicht hinterher. Der ist doch viel zu langsam. Was ist denn hier los? Mach's Brett dran! Mach doch die Tür zu!
Hallo? Oh nee. Was denn hier? Nicht. Oh, ich kann das jetzt nicht durchlesen. Was, wenn hier jemand kommt? Mach doch mal die Tür zu. Es zieht. Mach. Scheiße. Ich kann das jetzt nicht lesen. Da werde ich noch hinterrücks überfallen. Oh, hier kann man durchgucken. Hallo. Hier ist ne. Oh. Ach, das gefällt mir nicht, dass die Tür offen ist. Bootsfahrten auf dem Amazonas. Schönheit in der Schwarzen Lagune. Naja, passt so ein. Also, ich weiß ja jetzt nicht so genau, wie so groß so das Amazonas-Delta ist. Aber passt da so ein Riesentanker durch? Dann, wenn es dann immer ein bisschen kleiner wird und dann da auch irgendwann Häuser stehen, wie das der Familie Baker? I doubt it. Liebe Jeanette, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr lang nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ein Pärchen? Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Käpt'n verwandt. Oha. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passagierschiffs zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken, ich vermisse dich, ihr liebe Jim. Ja, Jim. Du bist auch eine ganz helle Leuchte. Oh, was liegt hier? Aber ein Pärchen mit Kind? Mia ist mir also fremdgegangen. Aber Evelyn ist doch älter als 3. Das passt doch nicht zusammen. Warte, ich muss das jetzt nochmal lesen. Ich muss das verstehen. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Blablabla. Und Mia ist seit 3 Jahren weg. Dann müsste es doch aber heißen. Seit 3 Jahren weg, dann müsste Evelyn 4 gewesen sein. Aber wenn Ethan sagt, er hat kein Kind, dann hat er ja wohl kein Kind, oder? Hallo? Hallo? Bitte sag mir, dass es hier safe ist. Oh. Für uns ist es schon zu spät, aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachtschicht und hielt darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Schön nepp. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen, lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte 19.30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, einer der Ingenieure, kam rein und sagte, etwas gehe unten vor sich, vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen, aber er kam nie zurück. So gegen 19.50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen und sah, wie Clark von einer Art schwarzem Monster gefressen wurde. Ja, ist mir auch fast passiert. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große, haiähnliche Zähne schnappten in seinem Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Genau wie ich! Jetzt kauere ich bei den Kojen. Schreibe dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauert nun auf den Gängen. Ab und zu höre ich noch Schreie. Aber keine 10 Pferde können mich wieder nach draußen zerren. Und das ist alles, was ich weiß. Oh, das ist von Giovanni Finetti. Ja, geiler Typ, der hat's begriffen. Psychotonikum. Damit lässt sich doch was anfangen. Ich habe auch nur noch einen Schuss, der wird ja wohl für diese Box hier sein. Ja, ich würde mal sagen, unaufgeregt. Sollte ich vielleicht erstmal gucken, was ich hier noch so finden kann, bevor ich das Psychotonikum benutze? Den Zettelbums habe ich gelesen. Hier ist auch sonst nichts. Ist hier irgendwas? Gut, dann folgender Plan. Hier wird es ja dann. Ah ja, hier wird es ja dann gleich wieder rausgehen in die Hände der Gegner. Was ich machen kann, ist natürlich jetzt erstmal nochmal eine Runde speichern gehen. Obwohl, lohnt sich das überhaupt mit dem? Doch ja, ich habe die Fuse. Dann renne ich jetzt einfach den Gang genau nochmal gerade durch und habe währenddessen das Psychotonikum an vielleicht.
Es liegt ja da, um's zu benutzen, oder? Let's go. Aha. Aber hier ist ja sonst nichts. In den Raum darf ich ja noch nicht. Och nö. Du bist ein Schwein. Lass mich. Aua. Mia, du Drecksau. Lauf da jetzt rein. Oh. Ha. Easy. Links-Rechts-Kombination. Und rein in den Fuse. Und auf das Ding. Jawohl. Und erstmal weglaufen von dem holden Jungen hier. Auweia. Oh Mann. Oh Mann. Aber besser 8 als nichts. Besser 8 als nichts. Oh. Okay, wo? Wo bin ich denn hier? Ich bin in der zweiten Etage. Ich war gerade in der Laundry und im Maintenance Room. Der Raum hier ist noch verschlossen, aber an den durfte ich noch. Hör mal auf zu brabbeln. Den durfte ich noch nicht ran. Das heißt, ich komme jetzt. Hier kann ich nicht hin. Das Dining Room Kitchen. Da oben ist Security Sick Bay und Control Room. Ja, kicken wir mal. Jetzt habe ich aber dieses Physiotonikum drin. Na gut, aber immerhin hat mir das die Pistolenammo gebracht. Das ist ja schon mal wirklich gar nicht so schlecht. Wenn sich denn diverse Gegner damit auch töten lassen. Das ist ja nur das Problem, ne? So. Oh ne, hier ist Licht an. Und es hat zwischengespeichert. Oh. Hallo. Was soll ich schon ein paar... Mausi? Ich guck mal, was es noch so gibt.